Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie darf nicht werden, wie Sie, wie Sie. Handy geht, würde ich sagen. Hallo, da sind wir zurück mit Let's Play Hitman Absolution. Mit Kefke von Timefall BT. Ja. Terminus Hotel, Zimmer 899. Gefragt und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Blake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Mein Bester. So, dann wollen wir mal. Das Terminus Hotel. Runter, Hotel Terminus, Hotel kommen muss ich spitten. Ja, da haben wir zwei Eingänge dann. Ah, ich habe keinen Instinkt mehr, scheiße. Kein Instinkt mehr. Der kommt von unten rein. Ach ja, so klar, alles zum Klettern. Eindringen. Boah, das ist in der Hinsicht schon mal fuchsig. Schon so gut wie im Hotel drin. Da ist wohl schon mal jemand. Wir haben nur Revolver und unser Seil. F. Ja, dann gucken wir mal, dass der Penner hier hinkommt. Ich warte eigentlich nur auf ihn. Der ist ja auch gar nicht beirren. Die kleine Schwuckele. Stellen wir den direkt ruhig. So. Verschlissener ZM60. Das tauschen. Leute sind, ey. Schraubenzieher. Mhm.
sicher. Verkleid mich erstmal. Aber ich verkleid mich lieber als der, oder? Wahrscheinlich besser. Auf so ein Krüppel, ey. Vor allem dürfte ich ja gar nicht auffallen, ist ja das Schöne. Kann ich da irgendwas mitmachen hier? Mein Instinkt, was sagt mein Instinkt? Mein Instinkt sagt gerade noch gar nichts, was mich irgendwie weiterbringen könnte. Gucken wir mal. Ich glaube, hier komme ich auch nicht so richtig weiter, deswegen ich gehe mal auch darüber. Ob wir noch irgendwas Interessantes finden wohl. Gut, mir geht's traumhaft. Haha, was haben wir denn da Schönes? Steuerung. In der Nähe müsste ein Schalter sein. Hebel ziehen. Nein, ich will da nicht. Kein Fall. Was? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Sind die ein bisschen in Stimmung, sag ich mal. Nicht chillen wir mal. Mich mal hier eine Runde rum. Hey, mein Freund. Gut geht's mir. Ich weiß nicht, wie lange dir noch. Wachen sind alarmiert. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Jetzt würde ich gerne auch schnellstmöglich in das Büro. Ah, da vorne ist der. Ich sag mal, der offizielle Eingang. Wir nehmen mal die Flasche statt. Schraubendreher. Moment, aber minus 2000 ist auch nicht so berühmt, muss ich mal ehrlich sagen. Bin ja da mal suchen. Warum suchen die Wachen denn? Achso, sucht heißt, dass sie nicht mal animiert sind, ne? Was sagt denn unser Instinkt? Unser Instinkt sagt gerade gar nicht viel. Ich weiß nur, dass die Zielperson hier noch nicht rumläuft. Interessantes ist, was wir gebrauchen könnten. Ich kletter bestimmt nicht nach unten, oder? Ach, doch, tue ich. Ah, hier waren wir gerade. Deswegen. Hier ist nichts so Interessantes. Da kommen wir noch eine Leiche. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Okay, verkleiden wir uns auch mal. Achso, das ist der Unterschied daran, okay. Der mit dem Hut, das, okay.
Ach, hätte ich direkt durch das Fenster hier einstellen können. Der habe ich in der Hinsicht kein Problem mehr. Da müsste ich jetzt, warum sehe ich denn? Ach, ich sehe jetzt so aus wie der Hotel Fuzzi. Da müsste die Verkleidung jetzt eigentlich noch aktuell sein. Warum suchen die so, ey? Ich muss doch hoch in die obersten Etagen, oder? Ich muss doch irgendwo einen Treppen ausgehen. War das denn? Leiche gefunden, scheiße. Wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Hey, stimmt das nicht? Hauen wir den, verhauen wir den ordentlich. Okay, ich muss doch zur Waffe greifen. Verkleide ich mich auch noch mal anders. Dass irgendwie jede Verkleidung gleich aussieht, kann das irgendwie so sein. Natürlich so misstrauisch, ne? Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich hier hochkommen kann. Ich muss doch mit Sicherheit. Ich muss doch mit Sicherheit irgendeinen Trick geben, um hier hochzukommen, oder? Boah, ist das ein Scheiß hier, ey. Ich muss eine runter und dann den Aufzug da benutzen. Weil der Aufzug da steht. Jetzt auf die Seite muss ich. Ich habe da bestimmt noch irgendwas zum Werfen. Okay, aber sie hat da jemanden entrüsseln, schön. Okay, der, der kommen sollte, wo ich gehofft hatte, der kommt, kam nicht. Kackegal, Hauptsache ich komme jetzt hier irgendwie durch, ey. Kopfschuss. Nachladen, Einsatz. Ziel vollendet? Hm? Wie? Muss ich das jetzt, ohne Scheiß, muss ich jetzt verstehen?
Und das ist eigentlich mein Timer, dass ich die Folge beenden muss. Achso, ich muss den jetzt töten. Das heißt, ich muss jetzt in die oberen Etagen. Das heißt, ich muss jetzt nach oben und da weitermachen. Ja, Leute, an der Stelle machen wir auch eine Folgenpause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.